Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Creative Coffee Breaks. Wir sind heute bei Trivit. Sophie und ihre Brüder Rudi und Max haben das Familienunternehmen vor kurzem übernommen. Sie erzählen uns heute, wie sie Innovation und Tradition verbinden und welche Bedeutung Handwerk für sie hat. Seid gespannt und viel Spaß beim Zuschauen. Trivit macht Stühle und Tische aus Massivholz. Mein Name ist Max Wittmann. Ich bin zuständig für die Produktion und für Digitalisierung. Mein Name ist Sophie und ich mache Kundenberatung und Innenraumkonzepte. Mein Name ist Wittmann Rudi. Ich mache die Arbeitsvorbereitung und Entwicklung für unser Unternehmen. Es ist halt einfach eine natürliche, nachwachsende Ressource. Es ist doch leicht für das Volumen und hat einfach viele gute Eigenschaften, die angenehm sind. Ja, es lässt sich super zu anderen Sachen umwandeln eigentlich. Im Vergleich zu Metalle zum Beispiel, die dann mit sehr viel Kraftaufwand irgendwie umgeformt werden, ist doch eigentlich recht angenehm zum Verarbeiten. Und ich glaube, es verzeiht auch gewisse Fehler in der Verarbeitung, weil man ja quasi, wenn man irgendwo zum Beispiel zu tief oder was schleift, immer noch eine verschiedene Maserung kommt und nicht irgendwie dann auf ein Trägermaterial ist, was irgendwie was freilegt, was man nicht sehen sollte. Und was mich aus einer gestalterischen Perspektive auch fasziniert, ist die Individualität der Oberfläche. Ich finde einerseits, dass die Möbelbranche einfach wirklich mit Abstand eine der attraktivsten Branchen ist. Eben schöne Materialien, schöne Farben. Aber was irgendwie für mich recht der Beweggrund war, ich habe davor was anderes studiert und war während einem Studium viel in Asien und habe dann einen Branchenreport schreiben dürfen über die Möbelindustrie in China. Und irgendwie war das sehr augenöffnend, weil ich davor noch sehr blind war für den Wert des Handwerks, den wir haben und das einfach sehr viel offengelegt hat für mich. Und dann hat es eigentlich nur noch eine Entscheidungsmöglichkeit für mich gegeben. Also ich habe mich aber eher gewehrt gegen das Ganze und habe aber dann doch auch nach dem Studium eben eigentlich auf Wunsch von der Sophie angefangen, dass ich auch zu Hause im Unternehmen was mache, ursprünglich auf eine begrenzte Zeit gesehen. Und mir hat es aber dann auch einfach Spaß gemacht und ich habe gemerkt, okay, der Gestaltungsrahmen ist doch ganz ein anderer und die Produkte sind spannend, die ganze Branche ist spannend und ja, bin eigentlich auch erst später dann dazu gekommen. Ich war eigentlich vorher noch schon da und habe schon auch mal mit dem Gedanken gespielt gehabt, das zu übernehmen. Habe mich aber dann eigentlich dagegen entschieden und bin dann studieren gegangen. Und wie ich gesehen habe, okay, da sind nur zwei andere dabei, ich muss das nicht alleine hinschupfen, war es dann doch wieder ein bisschen greifbarer, da zum Mitmachen. Wobei es bei mir nur immer zeitlich begrenzt ist. Also ich glaube, für mich ist sehr wichtig, dass ich mit meinen Geschwistern das gemeinsam mache, weil es halt doch auch große Entscheidungen sind, die man zum Treffen hat, die man so vorher, in die vorherigen Jobs, in denen man gearbeitet hat, hat man in der Grabenweite eigentlich noch nie was entschieden. Und da ist es halt schon angenehm, wenn man mit zwei Geschwisterarbeit, die man eigentlich schon sein ganzes Leben kennt. Der Max hat auch vorher angesprochen, dass man sehr viel Spielraum hat und dass das extrem attraktiv ist. Und das ist was andererseits wahnsinnig positiv ist. Die Kehrseite der Medaille ist quasi, wenn man in so ein Familienunternehmen eben relativ jung in so einen Spielraum reinkommt, dass die Kragenweite groß ist.
Man sieht manchmal halt Momente, wo man sich wünscht, nein, wäre halt in einem Startup, dann kann ich mit dem Unternehmen mitwachsen. So muss man halt sehr schnell wachsen, damit man in großes, also in gewachsene Strukturen reinpasst. Ich denke auch, dass das gut ist, dass wir das als Geschwister gemeinsam machen, weil man halt einfach einen sehr direkten und sehr ehrlichen Draht zueinander einfach haben. Das ist schon wichtig. Also wir können auch so richtig streiten und sind aber auch dann im besten Fall nur mit anschauen. 'S generell so, dass in Familienbetriebe, die einfach mehrere Generationen schon bestehen, jede Generation eine Herausforderung hat. Und wenn man gerade dann irgendwie den weiteren Kontext hat in der Familie, sieht man halt, wie viel da schon passiert ist oder wie viele Sachen sich einfach auch ändern können. Das heißt, man kriegt einen lockereren Zugang, glaube ich, zum Thema Veränderung. Und unser Thema ist einerseits Digitalisierung, Fachkräftemangel, und aber eben auch das nach außen treten, was bisher nicht wichtig war. Und da haben wir gemerkt, wir wollen ganz stark eigenständige, charakteristische Möbel fertigen, die wirklich einen innovativen Charakter haben. Unser Firmenauftreten muss mindestens genauso eigenständig sein und so einzigartig. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, weil es eben auch Verwechslungsgefahren gegeben hat. Also prinzipiell bleibt sehr viel gleich, weil wir wo anknüpfen, auf was wir sehr stolz sind, und das ist eine ganz hohe Qualität und viel Erfahrung. Es kommen aber eben Veränderungen, die auch zum Teil eben schon angefangen haben, die wir dadurch jetzt viel offener tragen können. Und das sind eben auch Entwicklungen im Möbelbereich, die viel designlastiger sind, vielleicht progressiver, wenn man so will, und innovativer. Tradition ist der Werkstoff, Innovation sind unsere Fertigungstechniken. Das ist recht einfach, für mich zumindest. Ja, oder das Produkt im Groben bleibt gleich, wir machen nur immer Sessel. Also von dem her traditionell, nur eben wie wir es machen und wie die Sessel ausschauen, ist halt dann innovativ. Ich glaube, gerade im Handwerk braucht es Innovation, weil sonst wird die Tradition zu einem Museumsbegriff. Weil Tradition kann ja nur sein, was ausgeübt wird. Und deswegen braucht es eben Innovation, man kann sich dem nicht verschließen. Hätte sich das unser Großvater gedacht, der nur Wagnermeister war, würde man halt nicht da sitzen und Holz verarbeiten. Das Produkt muss zu uns passen. Also wir können jetzt nicht einfach hergehen und sagen, wir bauen ein Auto oder so, sondern es muss schon. Es sollte schon aus Massivholz sein, und wenn dann das Design auch noch halbwegs stimmig ist und zu uns passt, dann, ja, dann trauen wir sich da drüber. Meistens. Wenn es nicht zu extrem ist oder irgendwie zu filigran. Voll. Also ich finde, einerseits muss es zu uns passen, andererseits finde ich immer das extrem cool, wenn man mit anderen Kreativen zusammenarbeitet und dann einen ersten Vorentwurf kriegt, der einen voll überrascht. Also, wo man sich denkt, verdammt, auf das wäre jetzt nie gekommen. Und das hat irgendwie einen da irgendwo abholt, wo man selbst nicht hinkommen wäre. Wo man einfach eben diesen frischen Wind von außen kriegt, wo einem halt die Betriebsblindheit vielleicht im Weg steht. Das ist, glaube ich, auch für uns, eben wir sind massiv als verarbeitender Betrieb, das ist extrem schön. Aber wir haben auch unsere Grenzen eben. Wir können kein Polstermöbel machen. Also da brauchen wir dann andere Firmen, mit denen wir kooperieren. Und eben auch Designer, die uns eben, so wie du schon gesagt hast, auf neue Gedanken bringen, die mit komplett anderen Ansätzen daherkommen. Ja, wenn es nicht zusammenbricht, auf jeden Fall, ist sehr gut. Wenn es nicht wackelt, wenn es wackelt, ja. Ich finde es oft total spannend, oder die besonders schön, die so viele Details drinnen haben, dass man sich immer wieder irgendwie dran freut. Also mein Lieblingssessel, wo der Max jetzt gerade drauf sitzt, der Kofel, das ist einer, wo man sich irgendwie jeden Tag an einem anderen Detail irgendwie freut. Voll cool ist auch, wenn dann auf einmal Freunde kommen und sagen, boah, das Ding möchte ich mir unbedingt irgendwann einmal gönnen. Ja. Cool ist auch, wenn man sich in der Entwicklung denkt, man bringt es nicht zusammen, dann bringt man es doch zusammen, und das ist dann auch immer ein schöner Moment.
ist einerseits auch deswegen, wir sitzen da im Almtal, was zwar voll schön ist, aber es ist ein Talschluss. Weil es ist, man muss einfach immer wieder mal mit dem Möbel rausgehen. Und das ist einfach toll, um an neue Kontakte zu knüpfen, interessantes Feedback sich auch zu holen und einfach den direkten Kontakt zu haben. Und uns macht es halt total Spaß, wie zum Beispiel auf der Design Week, wenn man dann halt einfach auch Events veranstaltet, wo man eben innerhalb von der Ausstellung vielleicht einmal mit Freunden oder neuen Bekanntschaften dann anstoßt. Da ist halt einfach auch die Zusammenarbeit mit anderen Kreativen, ob es jetzt eben grafische Gestaltung, die Ausstellungsgestaltung betrifft, ist richtig, richtig lustig. Für mich ist eigentlich eher der Sessel, auf dem der Wul sitzt. Das ist schon so ein Lieblingssessel von mir, weil ja, als Produktionsleiter auf der einen Seite einfach zum Produzieren ist, super. Für unsere Rahmenbedingungen anpasst ist. Und ja, er ist vom Design her aktuell. Also da kann ich wirklich nicht mehr dazu sagen. Und bequem. Und bequem, ja. Die Hubbelbänke mache ich ganz gern. Das ist auch so ein Nischenprodukt von uns. Das ist halt einfach das älteste Produkt, das wir noch erzeugen. Das immer auch noch aus der Wagnerei eigentlich stammt. Und das ist ja doch schon 150 Jahre. Ja, irgendwie von mir ist eben der Sessel der Kofel, auf dem der Max sitzt, weil er halt so charakteristisch ist. Aber man merkt halt auch irgendwie, wenn was dann was anderes wieder dazukommt und dann man von einer spannenden Holzart macht, dann wieder was Neues entdeckt und das wieder mal phasenweise der neue Lieblingssessel ist. Also im Moment entwickeln wir zum Beispiel für ein Projekt in Bayern einen komplett eigenen Stuhl, also Esche entwickelt, der wird jetzt gerade produziert. Und ja, demnächst auf der Design Week stellen wir den Sessel vor, den der Max als erstes Stück ins Serienreif gebracht hat. Und da sind wir schon extrem stolz. Also das wird ein sehr cooles Modell. Also ich würde vorschlagen, einfach ein paar Häuser weiter zur Wildflorie. Das sind extrem spannende Damen der Naturfloristik und Landschaftsarchitektur. Das Kollektiv Raumteiler in Linz oder Kollektiv Hydra war es eigentlich und deren Atelier ist der Raumteiler. Genau, da kann man auf jeden Fall auch vorbeischauen.